Our mission is to put a stop to the rising terrorist activity within this country's borders. To that end, we've identified a terrorist stronghold on the outskirts of Zhukovnyev. We have reason to believe that during a recent visit, a high-ranking member of their organization left behind instructions for new recruits. These instructions contain vital information about their plans. We need you to infiltrate the compound, neutralize all hostiles, secure the evidence, and evacuate the area. Your insertion point is on the road outside the compound. The forces on site are inexperienced, but they know enough to be on their guard, so proceed with caution. The evidence we're after is somewhere in the main house. Once the hostiles have been neutralized and the evidence genau, so sieht's aus. Also, herzlich willkommen zu Thunder Tier 1. Thunder 1. Our mission is to put a stop to the rising terrorist activity. Die erzählt ja immer dasselbe. Also, ist ja auch egal. Die Rocklady ist dabei. Grüß dich. Ja, hallöchen. Grüß euch. Jo, und zwar wollen wir heute mal ein bisschen Terror machen hier. Ich kann aber was einstellen, ne? Ich könnte einstellen, ob wir Nacht oder Tag haben. Oh, schön. Nee, gar nicht wahr, kann ich gar. Doch, warte mal, stopp. Doch, ich kann Tagesanbruch machen, Sonnenuntergang oder Tagesanbruch. Tagesanbruch, Sonnenuntergang, Tagesanbruch, ja. Ja, mach doch. Also, Tag oder Sonnenuntergang oder Anbruch, das kann ich machen. Ja, mach doch Tag. Tagsüber? Ja, oder soll man lieber... Wir lassen das so wie eingeschätzt. Regen kann ich entweder. Nein, kein Regen, dann ist ja noch schlechter. Also, Regen ist ja sowieso, die dient schon automatisch. Soll ich klar machen? Ich mache auf klar. Was kann ich denn noch machen? Schaden hier sehen wir den Einsatz. Wir starten hier. Schaden bei Spieler ist an. Haupthaus ist da. Ausgeschaltet, aber nicht tot. Also, wir haben hier gegnerische Parteien. Die haben hier wohl zwei Gebäude infiltriert und das Gelände an sich. Und wir müssen die ausschalten. Das ist wohl unser Auftrag. Also ich kann auch noch was machen hier, Leute. Nur mal eben ganz kurz. Schaltet den Status ausgeschaltet, aber nicht tot ein oder aus. Ohne ihn werden Charaktere von Verbündeten und des Spielers sofort getötet, wenn man ausreichend Schaden erlitten hat. Dann habe ich auf Ja stehen. Also ist so eingestellt vom Spiel. Und dann gibt es noch eins zusammen oder gar nicht. Wenn einer deiner Teammitglieder stirbt, ist die Mission gescheitert. Ja, dann mach das doch. So, das steht auf Nein, das schalte ich jetzt auf Ja. Ne? So, dann haben wir Schwierigkeitsgrad ist Arcade oder Realismus. Ich glaube, ich lasse auf Arcade. Ausrüstungsstatus Grenze ist automatisch eingestellt auf 24. Könnte ich aber auch höher stellen. Das heißt, man sieht dann mehr, ne? Ausrüstungspunktgrenze, ja, genau. Ach so. Ich habe die jetzt auf 40 gestellt. Okay. Dann haben wir Gegner sichtbar, alle Teammitglieder. Gegner sichtbar, immer sichtbar und Thermaldrohne aktivieren. Das habe ich jetzt alles eingeschaltet. Okay. Ja? Gut. Wir gehen jetzt auf Instruktionen. Das könnt ihr nochmal lesen, Leute. Das lesen wir jetzt nicht vor. Ja, das haben wir ja gerade schon gemacht. Bei mir wissen das schon alle. Ne? Hier, da und dann Informationen, da. Was ihr alles machen könnt. Ausrüsten. Ich lasse alles so, wie es ist. Und bin dann eigentlich bereit. Bin ich auch. Dann würde ich mal sagen, annehmen. Wir gehen auf bereit. Sind Sie bereit? Bin bereit. Dann geht's jetzt. Ich hoffe, dass das so ist, dass das euer Regen, dass er kein Regen ist. Wir gucken. Psst. Und? Kein Regen. So, ihr seht das hier. Alpha sichern, hier laufen die ganzen Feinde rum. Das sind 1, 2, 3, 4 hier hinten. Und vorne sind es 3. Korrekt. So, wir müssen hier im Haus Alpha sichern. Das sind unsere Ziele. Dann hier unten in der Scheune ist Bravo, muss gesichert werden. Das heißt also, alle Gefahren, das sind die Typen hier, alle ausschalten und Infos finden und sichern. Und ich würde sagen, wir starten. Jawohl. So, kein Regen. Kein Regen, ja. Wir sind hier. Wir können auch in die Hocke gehen. Ja, ich bin jetzt auch mal da. So, es ist natürlich, man muss sich dran gewöhnen. Wenn ihr auf das Mausrad drückt, könnt ihr auf jeden Fall die Kamera drehen.
Aber die könnt ihr auch drehen, indem ihr Q und E drückt. Genau. Dann braucht ihr kein Mausrad. Aber und wichtig ist der Cursor. Ja, ihr müsst immer in die Richtung. Wenn ihr den Cursor dreht, in der Richtung dreht sich auch euer Spieler. Ja. Passen Sie auf die Tonne auf. Jawohl, ich hab bestanden. Okay, los geht's. Und er hat ein Medipack am Popo. Ja, du doch auch. Siehst du ja gar nicht von da hinten. Wir gucken mal, hier sehen wir so einen Aufklärungskreis hier. Kreis, hier haben wir zum Beispiel zwei. Der Kreis ist jetzt auch ziemlich groß. Naja, groß, es ist okay. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Ja. Ich verstecke mich mal. Also ich könnte den ersten hier vorne... Warten Sie. Ah. Könnte so. Ich erledigen. Da läuft der dritte, den lasse ich jetzt laufen erstmal. Ja, ich könnte den rechten, der da an dem Gestangen-Ding ist. Okay, ich könnte ihn am LKW erledigen. Ja. Ihr müsst die Maustaste gedrückt halten. Die rechte und dann mit links schießt ihr. Sind Sie bereit? Ja. 3, 2, 1, Schuss. Ausgeschaltet. Wo ist der dritte? Ich weiß nicht. Ich lade nach. Ich sehe den hier nicht. Eigentlich war der ja immer... Ich geh mal zur Toilette. Ja, machen Sie aber nicht. Da ist er. Der dritte. Vorsicht! Ist down. Die Jungs hier drin in der Scheune haben wir nicht gekriegt. Ja, verstanden. Weil der geschossen hat. Okay. Geh wieder zur Toilette. Ist ruhig. Kommt hier keiner. Steht einer an der Toilette. Ja, warte, ich kann den wegmachen. Warten Sie. Bereit? Ja. Moment. Okay. Guter Schuss. Ausgeschaltet. Ja, bekämpft, sagt man ja. Bekämpft, genau. Also man kann die... Aber es fehlt noch einer, oder? Da ist noch einer. Da wird noch einer angezeigt. Da, der ist links vom LKW. Ich guck mal, ob ich ihn leise holen kann. Pass auf, nicht, dass der dich holt. Der steht da direkt bei dir. Okay. Am LKW. Dann guck du, ob du ihn wegmachen kannst. Wunderbar. Down, bekämpft. Ja, super. Gute Arbeit. Es ist das bei dem Spiel so, Leute, ihr könnt die auch looten. Das heißt, ihr müsst euren Cursor, ihr müsst nagerufen und dann taucht das auf, dann drückt ihr einmal auf F und der durchsucht den. Und dann hat er und alles, hier links. Alles, was der hat, Munition und alles, was der sonst mitschleppen würde, könnt ihr dann in euer Inventar ziehen. Genau. Wenn ihr es braucht. Na? So. Ich tausche mal eben die Granate hier aus. Und ihr könnt natürlich auch hier die Leute, wenn ihr jetzt F gedrückt haltet, tragen. Zeig ich euch das mal. Jetzt seht ihr, nimmt sie den Gegner hoch. Ich habe ausgetauscht und zwar die... Und schleppt den irgendwo hin und schmeißt den hier vor. Ja, kann ich auch machen. Und zwar F gedrückt halten und dann könnt ihr oben mit dem Cursor hochgehen und dann nehmt ihr den auf. Einmal auf das Mausrad gedrückt und dann könnt ihr den Kameraden hier genau irgendwo hinlegen, damit das keiner sieht. So, einmal auf F drücken und dann legt ihr den ab. Gut. Die würden sich zwar wundern, warum da überall ein Blutfleck ist, aber ja, mein aber Gott. Du hast ja zwei weggemacht hier, ne? Mhm. Am LKW hier. Mhm. Da liegen ja zwei Männekes. Mhm. Ach so, da hinten? Okay. Ja, hier, ja. Okay. Ich nehme mal den ersten auf. Nimm den mal mit wieder. Wie gesagt, mit Q und E könnt ihr die Kamera auch drehen. Oh, warte mal, hier ist noch ein anderes Symbol. Hier ist noch eine Makra drauf. Ich habe jetzt noch eine andere Waffe gekriegt. Ja, aber würde ja auch nur Sinn machen, wenn die einen Schalldämpfer hätte. Sonst macht es keinen Sinn. Die ist sonst zu laut. Mhm. So, und ihr habt die Tasten 1, 2, 3, 4, wie ihr das seht hier unten, da seht ihr auf jeden Fall, da ist euer Inventar, Waffe, mit 2 habt ihr dann die Pistole in der Hand, 3 die Granates und mit 4... So, ich würde sagen, ich nehme auch hier die eine Leiche weg ja. Und dann gehen wir mal nach hinten. Ja. Ich warte hier, ich decke ihn mal ein bisschen in den Rücken so. Können wir den Rücken kraulen? Wärst du so verspannt, so ein bisschen Nackenmassage ja oder so. Da habe ich doch nichts mit zu tun. Weil das war jetzt ziemlich schwer, der Typ, ne? So. So, kommen Sie mit. Ja, ich gehe. Vorsicht an der Tür da. Ja, aufpassen. Die können auch durch die Fenster schießen, Leute.
Obwohl, wir können auch ins Haus erst gehen. Ich würde erstmal die hinten wegmachen. Alles klar, passen Sie auf. Also. Seien Sie vorsichtig. Also, ich sehe einen. Ich sehe einen, ja. Warte, ich gehe mal hier rein ins Gebüsch. Geh mal hier so ein bisschen rüber. So, ich bin geduckt im Gebüsch. Ja, wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen an die. Also, näher ran scrollen geht nicht. Ja, das also man muss sich Maximum. Da schon echt dran gewöhnen, ne? Ja. Okay, ich bin bereit. Man könnte ja auch zu einem Tracker da. Ich bin ja schon fast da am Tracker. Aber ich sehe niemand mehr. Ja, der kommt da noch, der eine, der da vielleicht noch ist. Ich hab ihn. Da kommt er. Kann ihn wegmachen? Ja, mach. Es sind da zwei. Ist noch ein zweiter, nee, dann warte. Ich warte. Der kommt hier rüber. Ja, Schuss. Ausgeschaltet. Jawohl. Ach, bekämpft, Mann. Ja, weil der hätte mich sonst gesehen. Ja. Ja, ich lade nach. Sollen wir dann von draußen nach drinnen, von drinnen nach draußen? Ja, ich würde sagen, also wir, passt auf, Leute. Hier vorne seht ihr das hier, da wo mein Cursor ist hier. Hier, ja. Da ist, ein Kellereingang. Ist ein Kellereingang. Man könnte da reingehen, aber das machen wir jetzt nicht. Weil die, ihr werdet das gleich sehen. Wir versuchen jetzt, das so zu machen. Genau. Ich scroll mal ein bisschen näher ran, damit ihr uns seht. Also Fakt ist, die Rocklady versucht jetzt mal die Tür aufzumachen. Ja. Und ihr seht, die kommt nicht rein. Das heißt, gezielten Schuss auf die Tür. Moment, ich schieße. Tür ist offen. Jawohl. Eins geht. Bin drin. Zwei folgt. Seht ihr zum Beispiel das Haus von oben? Also näher ran geht nicht. Aber diese Details finde ich schon geil. Also das ist schon, es macht schon Spaß. Aber man wünschte sich, dass man den Blickwinkel kippen könnte, so ein bisschen so. Ne? Aber ist okay. Hier, ich gehe mal hier rein. Ich Vorsicht. Öffne, ich öffne. Dann. Gegner. Sehr schön. Einer. Ausgeschaltet. Ich muss mich eben verarzten. Ja. Und das macht ihr mit 4. Dann wechselt der auf das Medikit. Ihr geht mit dem Cursor auf euch. Haltet die linke Maustaste gedrückt. Ach, nein. Oh, nein. Und er hat sich verbunden. Was machst du da? Ich bin runtergefallen. Vorsicht. War jetzt dumm von mir. Ich mach die Tür hier wieder zu. Ja, toll. Hier in dem Ding sind auch noch welche drin. Ja. Verdammt. War jetzt nicht meine Absicht, Leute. Ich bin jetzt da reingefallen, weil ich hab... Ja, wenn ich da jetzt... Da stand nur öffnen und ich hab gedacht, auch da ist ein Schrank oder sowas. Aber da war wohl eine Falltür. Naja. Ich durchsuch den mal. Ja, was machen wir jetzt? Ja, dann müssen sie die oben wegmachen. Oder sie kommen erst nach unten, wir machen unten erst und gehen dann nachher nochmal auch oben. Also ich hab... Wir wissen ja nicht, wo diese Infos sind, die wir brauchen. Es kann ja auch sein, dass die oben sind. Da müssen wir eh nochmal hoch. Hier nochmal, also hier ist nichts zum Durchsuchen. Hier blinkt was, hier scheinen die zu sein. Kommen sie mal runter. Ja, bin da. Ja. Warten Sie, ich muss mich drehen. Ja, ich mach mal Licht hier aus. Ja, warten Sie, ich gehe mal ein Stück zurück. Ja. Sie können die Tür öffnen. Draufschießen. Die Tür ist zu. Schieße. Ja. Zwei down. Drei bekämpft. Da ist noch ein vierter. Bekämpft. Auch bekämpft. Sie müssen jetzt vorgehen, weil ich bin echt schon schwer verwundet. Ja, warten Sie, dann heile ich Sie doch. Ja. Wie mache ich das? Sie drücken jetzt Ihre Taste 4 da oben. Ja. Und dann haben Sie das Ding in der Hand, ne? Ja. So, und dann gehen Sie mit dem Cursor über mich und dann müsste das da schon stehen. Nee, da steht nichts. Bist du doch gesund? Na, dann lass das so. So, okay. Alle bekämpft. Jawohl. Aber wir jetzt müssen wir diese Dokumente suchen. Ja, wir dürfen aber... Ich gehe mal hier hinten hin. Ich habe hier einen Schrank. Ja. Ein Schließfach. Ich mach's offen. Du suche das Schließfach. Ist leer. Und? Wie ihr ist sehen leer. Könnt, ist es leer. So, wir haben hier noch eine Tür. Die Tür ist wahrscheinlich zu.
Ja, müssen wir aufschießen. Kann natürlich sein, dass da noch ein Gegner hintersteht. Moment. Ich ziele. Okay, schießen sie auf. Alles sauber. Kein Gegner zu sehen. Geh an den Schrank. Ja. Mach den Schrank auf. Jawohl, Dokumente sind da. Die werden wir in Sicherheit bringen. Gut, wir schauen jetzt einmal auf I. So, Infos haben wir. Wir haben aber noch nichts gesichert hier. Genau. Alpha ist nicht gesichert. Genau. Weil wir müssen nach oben. Wir haben das vergessen, weil ja die Rocklady da jetzt runtergefallen ist. Ja, dann gehen wir hinten durch. Müssen wir wieder hier hinten hoch und ins Gebäude rein. Wahnsinn, ich komme mit. Ich schleppe die Tonne mit mir rum, ey. So. Ja, man muss sich echt gewöhnen. Ja, Kamerad. Manchmal ist das tonnenschwer, ne? Ja. Tonnenschwer, Kameraden. So. Ein tonnenschwerer Weg. Och, ich habe hier Haxe. Haxe? Oder war das ein Stuhl? Ich glaube, war ein Stuhl. Oder war das der Grill? So. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ins Gebäude wieder. Jetzt haben wir ja hier eine Tür und da eine Tür. Ich würde sagen, wir machen das so in Zwick. Einer da rein, einer hier rein. Ja, ich gehe jetzt hier rein. Warum ist die Tür wieder zu? Weil ich die zugemacht habe. Ach so, okay. So, warten Sie. Ich könnte die Tür aufmachen hier und dann eventuell eine Granate reinschmeißen. Na, ob sie das so schnell schaffen, weiß ich nicht. Aber egal, wir öffnen bei drei die Tür. Ja, und rechnen wir mit Gegenwehr. Warten Sie, ich muss mal gucken, ich muss mich ein bisschen so hinstellen, dass ich wenigstens zielen kann. Bereit? Yep. 3, 2, 1. Saubere Arbeit. Ja, gebe ich zurück. Okay, super gemacht. Alpha ist gesichert. Jawohl. Ist hier sonst noch irgendwas? Keine Ahnung. Glaube nicht. Wir können die zwar durchsuchen, aber da werden wir wahrscheinlich wieder nur Munition finden. Ja, gehe ich auch mal von. Also. Okay. Machen wir die Tür hier wieder zu. Wir schauen jetzt einmal. Dann machen Sie das Licht mal drüben aus. Ja, da muss nicht überall Licht brennen. Ja, ich weiß, wir müssen Strom sparen. Genau. Keiner mehr da. Gut. Dann machen wir die Tür mal hier wieder zu. Schön, dass wir das nächste Mal rauslassen. So, dann haben wir einmal auf I gucken. Wir müssen jetzt noch Bravo sichern und Gefahren neutralisieren. Dann sind wir durch. Genau. Das dann heißt die. Ich gehe hier hin an diese Tür. Und die Miri, die geht hier hinten hin. So sieht's aus. So, ich werde reingehen und wahrscheinlich sofort schießen. Gucken wir mal. Gehen Sie rein. Beide down. Beide bekämpft. Super Arbeit. Wir haben alles geschafft. Jawohl. Alles gesichert. Jawohl. Wir gucken noch mal, ob hier noch was zu finden ist. Jetzt brauche ich auch nicht mal gebückt laufen, glaube ich. Stimmt. Super Arbeit. Ja, gebe ich zurück. Gut, alle erledigt. Ich suche die noch mal, aber da ist jetzt nichts. Ich lade einmal nach. Ja. Ich zeige euch das noch mal eben kurz, wenn ihr gucken wollt, mit der Granate. Wie das funktioniert. Ja, super. Jetzt kommen Sie zu mir. Ich schmeiß die da hinten hin. Ja. So, ihr wählt die Granate. Ihr drückt auf 4 oberhalb. Auf 4, habe ich gesagt. Oberhalb. Aber brauchen wir gar nicht mehr. Kann ich gar nicht mehr auswählen. Oder auf 3. Doch, jetzt habe ich die Splittergranate. Ja. Dann einmal zielen. So, bis das Ding grün ist. Und mit rechts schmeißen. Und die ist jetzt draußen, nach draußen geflogen. Und jetzt geht die hoch. Bams. So sieht's aus. So. Genau. Ich würde sagen. Herr Stabsfeldwebel, wir müssen evakuieren. Ja, nee, wir müssen abhauen hier. Kommen Sie hier rum. Wir müssen Evakuierungspunkt. Hier geht's hin. Jawohl. Ziel erfüllt. Gute Arbeit. Ja, gebe ich zurück, danke. Mission erfolgreich. So sieht das aus. Wir haben alles geschafft. Genau. Und ihr seht ja auch hier die Zeit. 14 Minuten. Eigentlich, genau. Aber mit unserem ganzen Vorgequatsche, also wir haben jetzt 14 Minuten 52 gebraucht. Ja, wir hätten natürlich auch ratzi-fatzi machen können. Ja, 80%.
Ihr könnt nochmal die Nachbesprechung, könnt dann eben euch durchlesen. Noch schnell. Genau. Hier geht es einmal in die Lobby. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Mission. So sieht's aus. Also, macht's gut. Tschüss.